Naturschutz geht uns alle an. Der Eifelkreis unterstützt viele Projekte zum Erhalt von Natur- und Artenvielfalt. Ob Bienen, Wildkatzen oder Fledermäuse, ob Bäche, Wiesen oder Wälder. Wir wollen Weltverbesserer sein. Weltverbesserer zum Erhalt der Tiere und Landschaft. Weltverbesserer zum Erhalt der Welt, die wir Eifel nennen. Der Eifel von heute und der von morgen. Seit Jahrmillionen bestimmt der stetige Wechsel der Jahreszeiten die Vorgänge in der Natur. In der Eifel erwacht mit den ersten warmen Strahlen der Märzsonne die Natur aus ihrem Winterschlaf. An den Bächen und Flüssen leistet das Eis letzten Widerstand gegen die anfangs noch zaghafte Wärme. Doch dieses Kräftemessen hat der junge Frühling längst für sich entschieden. Zu seinen frühen Boten zählen die Schneeglöckchen. Sie gehören zu den ersten Nahrungsquellen für Bienen und Hummeln, die nach dem langen Winter wieder auf der Suche nach energiereichem Nektar sind. Eine intakte Natur ist nicht nur eine schöne Freizeitkulisse, sondern ist die Grundlage für alles Leben auf unserem Planeten. Es liegt also in unserem eigenen Interesse, dafür zu sorgen, dass wir diese Basis so gut wie möglich bewahren. Im Eifelkreis Bitburg-Prüm treffen sich zum Beispiel die Mitglieder des NABU Südeifel zu Pflegearbeiten an den Orchideenwiesen. Mit Beginn des Frühjahrs führt der NABU Südeifel hier in der Region im Eifelkreis Bitburg-Prüm Pflegemaßnahmen durch. Gemeinsam mit den örtlichen Behörden und den Mitgliedern werden wertvolle Biotope erhalten. Diese Biotope bieten seltenen Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum, unter anderem diverse Orchideen wie das Knabenkraut, die dort ihre Vorkommen haben, aber auch kleinen Lebewesen wie viele Insektenarten wie der Schwalbenschwanz und auch die immer seltener gewordene Schlingnatter. Entstanden durch jahrhundertelange extensive Beweidung, bieten diese Kalkmagerwiesen ideale Bedingungen für die seltenen Pflanzen. Heckenpflanzen wie der Schwarzdorn, die zur Verbuschung der Wiesen beitragen, müssen beseitigt werden, um die wertvollen Biotope zu erhalten. Um die Verbreitung von Samen der unerwünschten Pflanzenarten zu verhindern, wird das gesammelte Schnittgut noch vor Ort verbrannt, was in diesem Fall auch ökologisch sinnvoller ist, als das Material zur Verwertung abzutransportieren. Mit voller Macht erblüht die Natur. Kuhschelle, Veilchen, Lärchensporn, Buschwindröschen, Schlüsselblume und die ersten blühenden Weiden konkurrieren um die Pollentaxis und spendieren im Gegenzug mit ihrem Nektar Kraft für neues Leben bei den unermüdlichen Insekten. Bei einem so komplexen Thema wie Natur- und Umweltschutz ist die Zusammenarbeit mit den Behörden unerlässlich. Bei der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm ist es die untere Naturschutzbehörde, die dafür sorgt, dass die Interessen von Mensch und Natur in Einklang stehen. In ihrem Blickfeld steht die biologische Vielfalt der Natur,
aber auch Pflege und Entwicklung. Und wenn erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft. Unsere Aufgabe ist es, bei allen Planungen in der Landschaft eine möglichst gute Umweltverträglichkeit zu erreichen. Mit dem Naturschutzgesetz im Rücken und Menschen, welche die Landschaft in irgendeiner Weise intensiver nutzen wollen als gegenüber. Da gilt es zu überzeugen und gute Lösungen zu entwickeln. Und es gibt, und das ist das Highlight letztlich bei der täglichen Arbeit, Projekte, wo wir selbst mit Naturschutzmitteln bei Landschaftsgestaltung mitwirken können, bei einer Aufwertung im Sinne von Ökologie und Naturschutz. Naturschutz macht Landschaft schöner, interessanter und attraktiver. Nicht nur für Pflanzen und Tiere, sondern auch für den Menschen. Und jeder, der sich engagieren will, hat dazu Möglichkeiten. Auch bei uns hier im Eifelkreis. Ein erfolgreiches Projekt, an dem die untere Naturschutzbehörde mitgewirkt hat, ist die Renaturierung eines Hochmoores. Eines von wenigen noch vorhandenen Hochmooren im Eifelkreis. In regelmäßigen Abständen erfolgt eine Bestandsaufnahme, um den Erfolg der Maßnahmen zu beurteilen. In den Sommermonaten findet man hier die selten gewordene Moosbeere und sogar eine echte fleischfressende Pflanze, den Sonnentau, der mit seinen klebrigen Tentakeln kleine Insekten einfängt. Einmal im Jahr, Anfang April, werden die Teiche und Seen im Eifelkreis Ziel einer außergewöhnlichen Hochzeitsreise. Tausende Kröten und Molche machen sich auf den gefahrvollen Weg zu ihren Laichgewässern. In der modernen Zivilisation sind viele von Menschen geschaffene Gefahrenquellen entstanden, die den Amphibien den sicheren Weg zu den Laichplätzen erschweren. Gefahren gibt es sehr viele an Straßen während der Wanderung zu ihrem Laichgewässer. Die sind zwar meistens nachts unterwegs, wenn weniger Auto fahren, aber sie sind halt eben durch die niedrigen Temperaturen, weil sie wechselwarm sind, langsam unterwegs. Also viele Gefahren auf der Straße. Aber auch viele Gefahren, weil Feuchtgebiete trockengelegt wurden oder weil die Laichgewässer, die Kleingewässer verschwinden. Zum Glück entstanden in den letzten Jahren immer mehr Schutzmaßnahmen, die verhindern, dass die Tiere dem Straßenverkehr zum Opfer fallen. Wir haben hier bei uns im Eifelkreis an verschiedenen Stellen stationäre Einrichtungen gebaut, Amphibien davon abzuhalten, dass sie über die Straße laufen. Sie können dann unter der Straße queren. Und es gibt aber auch Stellen, wo diese Leiteinrichtung noch nicht installiert ist. Da gibt es halt eben zum Teil auch Straßensperrungen. Auch viele Molche aus verschiedenen Familien der Schwanzlurche verbringen einen Teil ihres Lebens, insbesondere zu Zeiten der Fortpflanzung, in und am Wasser. Molche können übrigens Teile ihrer Gliedmaßen oder sogar ganze Organe nach Verletzungen regenerieren. Eine besonders versteckt lebende Amphibienart ist der Feuersalamander, der zwar eine auffällige schwarz-gelbe Zeichnung besitzt, den man aber eher selten zu Gesicht bekommt, da er ein nachtaktiver Jäger ist und sich tagsüber in Höhlen, Nischen oder unter Steinen versteckt. Nur mit etwas Glück kann man ihm bei feuchtem Wetter außerhalb seines Verstecks begegnen. Es ist Mai geworden. Die Natur hat ihr Prachtkleid angelegt. Überall blühen die Wiesen und Felder und auch uns Menschen zieht eine unwiderstehliche Magie nach draußen. In der Luft liegt ein angenehmer, manchmal sogar etwas schwerer, süßlicher Duft.
In unseren Gärten begegnen wir in den Abendstunden den ersten Igeln. Schon seit einiger Zeit sind sie aus dem Winterschlaf erwacht und auf der Suche nach Nahrung. In wenigen Wochen wird die nächste Igelgeneration heranwachsen und sich über die ersten frühen Früchte des Sommers freuen. Die Streuobstwiesen im Eifelkreis stehen in voller Blüte und bieten Bienen und Hummeln Nahrung im Überfluss. In den Magerwiesen, die nach dem Winter gepflegt wurden, blühen jetzt Hunderte von Orchideen. Wie aus einer Schatzkiste der Natur bereichern die schlichten Schönheiten das Erscheinungsbild der Landschaft. Eine wichtige Arbeit zur Erhaltung der Magerwiesen leisten Schafe. Ihre begehrte Wolle, Schafskäse oder auch das Fleisch der Tiere sind aber nur Nebensächlichkeiten im Vergleich zum Nutzen der Tiere für die Natur. In den Wiesen im Eifelkreis treffen wir den Schäfer Günther Zerkus, einer der letzten von weniger als 1000 Berufsschäfern in Deutschland, mit mehr als 320 Mutterschafen, einer Herdengröße, unter der ein wirtschaftliches Arbeiten nahezu unmöglich ist. Die Schafhaltung sorgt auch in der Eifel dafür, dass wir eine gesunde Grasnarbe haben, die extensiv genutzt wird. Diese Grasnarbe sorgt dafür, dass sehr viele Lebewesen dort einen Überlebensraum finden. Zum anderen haben wir natürlich eine Verbreitung von Pflanzen und Tieren, die sich in der Wolle festhalten und von einer Fläche in die andere gebracht werden, sodass die genetische Enge in den einzelnen Inselflächen aufgehoben werden kann und die Arten auch deswegen eine wesentlich bessere Überlebenschance haben. Die Eifellandschaft wäre ohne die Wanderschafhaltung um Längen ärmer. Wir haben ganz, ganz viele Flächen, die auf die Wandertierhaltung angewiesen sind, weil sie sonst niemand mehr offen hält. Der Umweltschutz bietet den Schäfern gute Argumente, um die allgemeine Wahrnehmung der Schafzucht in ein neues Licht zu setzen und damit dem Aussterben des Berufsstandes entgegenzuwirken. Doch ohne Unterstützung wird dies immer schwieriger. Unsere politische Forderung geht also auf eine Weidetierprämie hinaus, sodass wir eine Basisunterstützung bekommen, die unsere Gesamtleistungen einigermaßen abdeckt. Auch bei einer Veranstaltung im großen Sitzungssaal der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm war die Vernetzung verinselter Biotope als Hilfe zum Erhalt von Biodiversität Thema einer Fachtagung. Wir können natürlich auch, und das ist jetzt Hauptuntersuchungsgebiet, sehr viel für die Artenvielfalt tun. Dass das funktioniert, dass die Schafe das können, wissen wir schon lange. Wir wissen aber nicht genau, wie es geht. Welches Schaf nimmt welche Samen auf? Wann müssen sie wieder in der nächsten Fläche sein? Wie kommt man von einer Insel auf die andere mittels Schaftransport? Weil die Abstände zwischen den einzelnen Inseln viel zu groß sind, als dass es auf natürlichem Wege noch passieren könnte. Für den Umweltschutz haben wir alle zu sorgen. Und von daher fand ich die Biotopvernetzung so interessant. Deshalb bin ich Ihnen, Herr Zerkus, dankbar, dass Sie sich dieses Themas angenommen haben und dass wir heute Nachmittag dieses Thema auch für den Eifelkreis beraten und vielleicht dann auch im Kreisentwicklungskonzept niederschreiben können. Blühende Wiesen und Wegeränder sind auch für unsere Insekten lebensnotwendig. Was wäre unsere Welt ohne Schmetterlinge?
Auch Hummeln und vor allem die Bienen sind lebenswichtige Elemente für die Vermehrung vieler Blütenpflanzen. Seit Menschengedenken nutzen wir das Bienenwachs und genießen den Honig der fleißigen Nektarsammler. Der Mensch macht sich schon seit einigen Jahrtausenden die Honigbiene nutzbar. Zunächst einmal hat er wilde Völker ausgeraubt. Aber schon einige Jahrtausende vor Jesus Geburt hat man in Mesopotamien die Honigbiene gezielt genutzt. Da gibt es entsprechende Zeichnungen. Der Eifelhonig wird von qualitätsbewussten Verbrauchern sehr geschätzt. Das Besondere an dem Eifelhonig ist die hervorragende Qualität. Der Honig ist sehr unbelastet, da wir hier ja noch sehr viel Wildnis haben, die Landwirtschaft relativ klein strukturiert ist und insofern das Nahrungsangebot für die Honigbienen sehr groß ist. Von großer Wichtigkeit für die Natur, aber auch für die Menschen, sind die Wildbienen. In Deutschland gibt es gut 450 verschiedene Wildbienenarten, deren Populationen vielerorts durch die exzessive landwirtschaftliche Nutzung immer kleiner werden. Ein Aussterben der Bienen hätte aber auch für uns Menschen drastische Konsequenzen. Das Verschwinden der Bienen ist sicherlich ein Verlust für uns Menschen. Zunächst einmal werden wir ja keinen leckeren Honig mehr haben. Aber auch die Bestäubungsleistung wird zurückgehen. Dementsprechend werden auch die Erträge von Kulturpflanzen zurückgehen. Der Schutz der Insekten ist somit ein gutes Beispiel dafür, dass Naturschutz nicht nur der Natur, sondern auch den Menschen Vorteile bringt. Der Mai geht langsam zu Ende. Und in der heimischen Tierwelt stellt sich der Nachwuchs ein. In vielen Wiesen verstecken sich junge Rehkitze im hohen Gras, während ihre Mütter auf Nahrungssuche sind. Jetzt ist aber auch die Zeit, in der die Landwirte mit dem Einbringen von Heu und Silage beginnen. Die saftigen Wiesen werden abgemäht. Für die jungen Rehkitze bedeutet das höchste Lebensgefahr. Jäger und Landwirte arbeiten gemeinsam daran, die Tiere vor dem Tod durch die Mähmaschinen zu bewahren. Ja, Urinstinkt sagt ihnen, die Tarnung, das Ducken und Stillverharren ist ihre Lebensgarantie gegen Fressfeinde. Und genau diese Strategie geht jetzt nicht auf. Das Mähwerk kommt näher, sie ducken sich tiefer und stellt eine ernstzunehmende Bedrohung für ihr Leben dar. Wir als Jäger, eng im Verbund mit dem Landwirt, versuchen diesen Mähtod zu verhindern. Der Landwirt sagt uns in der Regel frühzeitig Bescheid, wann der Mahttermin ansteht. Dann können wir als Jäger hingehen und versuchen, geeignete Vergrämungsmaßnahmen aufzustellen. Das heißt, 24 Stunden vorher mit dem Jagdhund die Wiesen absuchen. Dazu flankierend werden Flatterbänder, Knistertüten aufgestellt, akustische Wildverkrämer unterstützen das Ganze. Und wenn dann der Landwirt zusätzlich eben halt von innen nach außen mäht, um den Tieren die Flucht nach außen freizuhalten, vielleicht gekoppelt mit einem akustischen Wildretter am Mähgerät, dann wird die Überlebenschance schon optimiert für das junge Wildtier in der Wiese. Auch wer als Besucher Wald und Wiesen für seine Freizeitaktivitäten nutzt, kann etwas tun. Oder vielleicht besser etwas lassen, um die Kinderstube der jungen Tiere nicht zu stören. Ja, der Wald ist allen Erholungsraum. Der soll genutzt werden, darf genutzt werden. An die Besucher des Waldes haben wir natürlich alle den Wunsch, verlasst während der Kinderstube der Kitze, der Jungtiere, nicht die Waldwege, nehmt euren Müll mit nach Hause, fasst vor allen Dingen vermeintlich verwaiste Jungtiere nicht an. Das Elterntier ist in der Nähe, das Muttertier wird das Kleine bald abholen. Das gilt fürs Kitz genauso viel für den Hasen oder den kleinen Fuchs, die Wildkatze. Auf unseren Straßen drohen ebenfalls viele Gefahren für unser Wild. Tausendfach kommen Tiere, vor allem beim Überqueren von Fahrbahnen, zu Tode. Und diese Unfälle können auch für uns Menschen schlimme Folgen haben. Die Tiere sind nachts im Wald
oder auch tagsüber und gehen dann zum Esen, so sagt der Weidmann. Wenn sie fressen wollen, geht das Wild auf die Wiesen, in die Äcker rein, zum Leidwesen der Bauern auch schon mal in den Mais. Und das ist genau diese Phase, wo dann halt Wild über die Straße wechseln muss. Wir haben ein dichtes Straßennetz, es wird sehr schnell gefahren. Wir haben viele Menschen im Eifelkreis, die weite Strecken zu ihrem Arbeitsplatz zurücklegen müssen. Und das ist natürlich dann auch die Tageszeit, wann das Wild unterwegs ist. Entweder aus dem Feld in den Wald rein oder zurück. Das ist die Morgendämmerung, das ist am Abend, wenn die Leute von der Arbeit kommen oder zur Arbeit hinfahren. Und dann passieren enorm viele Unfälle. Und das ist wirklich zum Leidwesen von dem Wild, aber natürlich auch für die Menschen. Beim Jagdverband geht man seit längerem neue Wege, um Tier und Mensch besser zu schützen. Im Eifelkreis haben wir vor einigen Jahren eine Aktion gemacht, um den Straßentod der Wildtiere einfach zu vermeiden. Mit Unterstützung des LBM, mit der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm, ist es uns gelungen, diese sehr unfallträchtigen Straßenbereiche, wie wo wir uns hier befinden, mit Wildwarnreflektoren zu schützen. Wildwarnreflektoren geben ein Signal in der Dunkelheit durch die Anstrahlung des Pkw-Lichtes und das Wild wird gewarnt und überquert nicht sofort die Straße. Das war unser Anliegen, um diese elendigen Qualen des Wildes bei Unfällen zu vermeiden, aber vor allen Dingen auch die Bevölkerung, die Autofahrer, Unfälle vermeiden und Leid der Tiere zu vermeiden. Das war unser Anliegen und da sind wir sehr froh, dass uns das hier im Eifelkreis so gelungen ist. Der Sommer hält Einzug im Eifelkreis und mit ihm die Erntezeit. Die Natur beschenkt die Obstbauern mit einer reichen Ernte leckerer Früchte von hoher Qualität. Im Juni sind auf den Feldern und Wiesen der Eifel viele fleißige Helfer unterwegs, um Kirschen und Erdbeeren zu ernten. Frischer als direkt vom Feld kann man die leckeren Früchte nicht genießen. Der Verkostung direkt von der Hand in den Mund kann deshalb kaum jemand widerstehen. Nur wenige Wochen später ist auch das Getreide soweit und die Bauern können die Ernte einfahren. Ein Teil dieses Getreides wird auch regional zu hochwertigen Eifeler Backwaren verarbeitet. Zahlreiche Wälder gibt es im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Während im Norden mit seinen dichten Nadelwäldern der Waldanteil an der Gesamtfläche am größten ist, wachsen in der Südeifel eher offenere Laub- und Mischwälder. Allerdings sind hier die Waldflächenanteile wegen der hohen landwirtschaftlichen Nutzung deutlich kleiner. Die Wälder bieten uns Menschen eine ideale Umgebung zur Erholung und liefern uns den wertvollen und nachhaltigen Rohstoff Holz, was vor allem im Hinblick auf Umweltaspekte und die weltweite Abholzung von Waldflächen von großer Bedeutung ist. Allen Waldvorkommen des Eifelkreises gemeinsam ist eine außerordentliche Artenvielfalt. Wir haben hier im Eifelkreis eigentlich alle Tierarten, die in Deutschland vorkommen, mit besonderer Raushebung einzelner Arten, die sonst sehr selten sind. Alle Schalenwildarten vom Rothirsch über Wildschwein bis zum Rehwild. Eigentlich alle Vögel. Eine Besonderheit hier ist der Schwarzstorch, der allein in meinem Revier zweimal vorkommt und sehr scheu ist. Nachts schwirrt der Himmel natürlich voll Fledermäuse, als Beispiel die Bechsteinfledermaus, die hier im Wald sehr häufig ist mit den starken Strukturen. Dann ein ganz besonderes Tier, eben noch nicht erwähnt, ist hier die Wildkatze.
In der Eifel haben wir eine sehr hohe Wildkatzendichte im Vergleich zur Restbundesrepublik. Und dann kaum zu sehen, aber sehr wichtig für die Natur, sind die ganzen kleinen Insekten, Bodenlebewesen, Zersetzer, ohne die der Wald gar nicht existieren könnte. Der hohe Bestand an Wildtieren bereitet seinerseits aber auch einige Probleme, für die die Förster Lösungen finden müssen, um allen Interessen am Wald Rechnung zu tragen. Große Sorge bereitet uns im Forst in der Eifel der hohe Wilddruck. Es führt zu einer Selektion einzelner Baumarten. Wir kriegen sogar bei der Buche Monokulturen. Die Eiche wird sehr gern vor allem vom Rehwild geäst. Die Buche daneben wird erstmal missachtet. Die Buche wächst weiter, die Eiche bleibt klein. Im nächsten Jahr wird die Eiche wieder verbissen, die Buche wird größer, zieht über die Eiche rüber und die Eiche stirbt ab. Und wir haben nur noch Buche. Mittlerweile hat man auch die Bedeutung von Totholz für die Fauna und Flora des Waldes wieder mehr im Blick. Ein Teil der abgestorbenen oder vom Sturm gebrochenen Bäume überlässt man deshalb dem natürlichen Zerfallsprozess. Dadurch entstehen neue Lebensräume für Insekten und Käfer. Auch für Arten, die mittlerweile selten geworden sind. Wie zum Beispiel den Hirschkäfer, die größte Käferart in Europa. Beim Kampf um die Damenwelt ist er ein echter Draufgänger und geht keinem Kampf aus dem Weg. Heute ist auch die Eifel eine sich stark verändernde Kulturlandschaft. Im Gegensatz zur industriellen Viehhaltung sieht man aber hier auf den saftigen Wiesen des Eifelkreises noch viele kleine Milchviehherden. Kühe, die den Sommer mit ihren Kälbern entspannt im Freien verbringen. Auch die bäuerliche Struktur der Eifeldörfer wandelt sich. Durch ungenutzte Ställe und Scheunen und das Entfernen alter Nester von Dachüberständen finden sich immer weniger Nistmöglichkeiten für Schwalben, wodurch die Anzahl der Vögel leider stetig abnimmt. Zum Glück gibt es im Eifelkreis aber noch engagierte Hausbesitzer, die den Vögeln Nistmöglichkeiten anbieten oder die vielen Nester, die im Laufe der Jahre unterm Dach gebaut wurden, einfach hängen lassen und dadurch den Vögeln Brutplätze und artgerechten Lebensraum bieten. Es gibt im Eifelkreis noch viele kleine typische Eifeldörfer mit einer ausgeprägten bäuerlichen Struktur und Baukultur. Beim Anblick eines der heute selten gewordenen Bauerngärten kommt man schnell ins Schwärmen. Bei Alma Hermes in Lauperath wird er noch gepflegt. Wie in einer kleinen Oase, inmitten einer sich verändernden Welt, wachsen hier Blumen gemeinsam mit Gemüse und Obst. Und frische Gartenkräuter verbreiten ihren würzigen Duft. Wer als Tourist den Eifelkreis Bitburg-Prüm besucht, ist begeistert von der herrlichen Landschaft der Eifel. So bietet zum Beispiel die Teufelsschlucht nahe Irl dem Besucher einen Einblick in die geologische Geschichte der Eifel. Vor 180 Millionen Jahren hätten wir hier nasse Füße bekommen, doch wo wir gerade stehen. Denn hier sind Flüsse eingemündet in ein Meer, in ein Meeresbecken. Und hier hat sich Sand abgelagert und diese Sandablagerungen sind bis zu 80 Meter mächtig.
Und es ist dieser Luxemburger Sandstein. Wenn man genau hinschaut, sehen Sie auch die einzelnen Sandkörner noch, die sich hier zusammengepresst haben. Und dann in der Eiszeit sind dann diese großen Platten, Sandsteinplatten aufgerissen worden, sodass wir diese bizarre Felsenlandschaft haben, die heute ja sehr, sehr viele Menschen hier hinführen. Wanderfreunde kommen hier im Eifelkreis auf ihre Kosten. Denn seine Wanderrouten gehören zu den erlebnisreichsten in Deutschland. Der Gast kann hier auch sogar Premium-Wanderwegen, das heißt, es sind Wanderwege, die eine besonders hohe Erlebnisqualität haben, wandern. Es gibt mehr als 200 Kilometer in dieser sehr hohen Wanderqualität. Das heißt, diese Wege haben ganz viele Erlebnispunkte. Und da, wo Erlebnispunkte sind, kann man durch die Felsen laufen. Man kommt an wirklich sehr natürlichen Bächen vorbei. Man ist ganz, ganz nah dran an der Natur und man ist in der Landschaft drin und kann sie erleben. Weiter im Norden, in der Nähe von Prüm und dem Ort Schönecken mit seiner alten Burganlage, liegt die Schönecker Schweiz. Die beliebte Wanderregion ist ein weiteres Beispiel für die beeindruckende Artenvielfalt im Eifelkreis. Eine Besonderheit sind die vielen Wacholderbüsche, die in der felsigen Landschaft ideale Bedingungen finden. In den nördlichen Höhenlagen des Eifelkreises erblüht die Landschaft ein wenig später. Die weitreichende Wald- und Fennlandschaft mit seltenen Borstgrasflächen bieten Lebensraum für Insekten und Pflanzen mit höchster Schutzwürdigkeit. Wir begegnen zwei Mitarbeitern des Naturparks Nordeifel bei ihrer Analyse der Artenzusammensetzung im Biotop. Wir haben hier im Naturpark Nordeifel eine ganz besondere Natur. Und das wissen nicht nur die Einheimischen zu schätzen, sondern auch die Touristen, die entweder hier ihren Urlaub verbringen oder auch einfach für eine Tagesfahrt vorbeikommen. Die wollen nämlich eins vor allem raus in die Natur und die typische Eifellandschaft genießen. Und das kann man hier wunderbar entlang der zahlreichen Premium-Wanderwege oder auch der Eifelblicke. Denn wir haben besonders hier im Schneifelraum eben ein sehr großes Waldgebiet, wo man prima wandern kann, aber auch viele Wiesen mit Heckenstrukturen, wo man einen wunderbaren Blick in die Landschaft hat. Versteckt im Wald liegt das Rohrfenn, ein Hochmoor, das einen bedeutenden Baustein im Biotopenverbund darstellt. Orchideen wie das Knabenkraut, Heilpflanzen wie die selten gewordene Arnika, aber auch die Glockenheide sind hier noch zu entdecken. Das ist ein Lebensraum, der einfach sehr, sehr bedroht ist und wo zahlreiche Tiere und Pflanzen vorkommen, die auf der roten Liste stehen, zum Beispiel Arnika. Für Arnika haben wir nicht nur deutschlandweit eine große Verantwortung, sondern auch europaweit. Wenn wir jetzt zu unseren Nachbarn herüberblicken, zu unseren direkten nach Luxemburg oder Belgien, dort ist Arnika sogar vom Aussterben bedroht. An die Spuren des Zweiten Weltkrieges erinnern die gesprengten Bunkeranlagen des sogenannten Westwalls. Die Relikte des irrsinnigen Krieges, der auch die Eifel für immer veränderte, dienen heute als wertvolle Naturbiotope für seltene Tier- und Pflanzenarten. Vor allem als Heimat für Fledermäuse und besonders für Wildkatzen. Rolf Winkler vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland erforscht seit langem den Bestand der Wildkatzen in der Eifel. Um die scheuen Tiere aufzuspüren, arbeitet er mit automatischen Fotofallen und Duftlockstöcken.
Die Wildkatze braucht, um Unterschlupf zu finden, um Junge aufzuziehen, besonders geschützte Räume, die sie auch vor Regen schützen. Also gerade bei der Jungaufzucht ist das wichtig. Die gibt es im naturnahen Wald eigentlich zur Genüge, nämlich alte, hohle Bäume zum Beispiel oder auch mal überstehende Felsen. Alte Bäume, hohle Bäume sind bei uns in der Forstwirtschaft leider sehr selten geworden, sodass sie auf Ersatzunterkünfte sozusagen ausweichen mussten. Da bieten sich diese Bunkeranlagen ganz fantastisch an. Also gerade weil wir einen Mangel an alter Waldstruktur, an alter Baumstruktur haben, sind das ideale Ersatzbiotope, auch gerade zur Aufzucht von Jungtieren. Also wenn man weiß, im vergangenen Jahr hatten wir ein sehr feuchtes Frühjahr. Das führt oft zu einer hohen Mortalität bei den Jungtieren, weil sie nass werden und dann auskühlen. Das kann die Katze nur verhindern, wenn sie sich also ein Nest sozusagen sucht, wo sie ihre Jungen im Trockenen halten kann. Und da bieten sich diese Anlagen ganz fantastisch an. Katzen fressen Vögel. Dies ist vor allem bei der hohen Anzahl der Hauskatzen in dicht besiedelten Gebieten eine Bedrohung für die Vogelwelt. Die Gefahr für Vögel durch Wildkatzen ist dagegen überraschenderweise sehr gering. Die Wildkatze ist ein sehr spezialisierter Mäusejäger. Sie frisst auch Vögel, sie frisst auch mal Kaninchen. Aber bei Untersuchungen von toten Wildkatzen, die man an Straßenrändern gefunden hat, die man geöffnet hat, den Mageninhalt untersucht hat, hat man festgestellt, dass sie zu über 90%, also Kleinsäuger, insbesondere Mäuse, also als Beute nutzt. Vögel kommen vor, aber man muss wissen, dass die Wildkatze also eine sehr seltene Art ist, die keine hohe Bestandsdichte im Revier hat. Sie können sich vorstellen, pro Quadratkilometer ein Kater, der wird nicht so viele Vögel wegschnappen können. Also auch unter diesem Gesichtspunkt kann man nicht von der Bestandsgefährdung ausgehen. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Zahlreiche Wasserläufe durchziehen die Landschaft im Eifelkreis. Sie alle liefern kostbares Wasser, ohne dass kein Leben für Mensch und Tier möglich wäre. Und sie sind selbst Lebensraum für viele Lebewesen. Wir haben hier fünf große Flusssysteme. Es hängt an im Westen mit der Sauer, Ur, der Brüm, der Nims und der Kill. Und zu diesen größeren Flüssen, die haben natürlich alle Nebengewässer. Wir wissen ja alle, wie zerstückelt heute durch Siedlungsbau und andere Maßnahmen, Straßenbau natürlich, unsere Naturlandschaft oder Kulturlandschaft durchschnitten ist. Aber ein Fluss, der verbindet doch große Landschaftsteile miteinander. Und das sollte man nicht unterschätzen als verbindendes Biotop. Neben vielen Fischarten, die in den Flüssen und Seen des Eifelkreises heimisch sind, finden sich auch in den Uferzonen seltene Arten, die ohne intakte Gewässer nicht existieren könnten. Ein besonders scheuer Bewohner ist der seltene Eisvogel, der meistens in steilen Uferböschungen nistet und bei der Rückkehr von der Jagd erst einmal die Umgebung sondiert, bevor er mit seiner Beute die gut versteckte Bruthöhle ansteuert. Seit einigen Jahren ist auch der Biber wieder in die Eifel zurückgekehrt. Von messerscharfen Zähnen gefällte Bäume verraten die Anwesenheit des unermüdlichen Baumeisters. Seine Bauwerke verändern das Landschaftsbild und es entstehen neue Lebensräume für Wasserlebewesen. Der Biber schafft Lebensräume, die es nicht mehr gab. Er strukturiert Gewässer um, er baut Dämme, er staut kleine Biberseen auf. Also er ist sehr positiv für das ganze Artenspektrum und Artenreichtum, das wir an Gewässern oder in Feuchtbiotopen haben. Sogar den Menschen können die Dämme des Bibers vor Schäden bewahren,
weil sie durch den Wasserrückhalt dafür sorgen, dass nach stärkerem Regen mehr Oberflächenwasser wieder verdunstet, mehr Wasser versickern kann und das Wasser dadurch wesentlich langsamer in die größeren Gewässer fließt, was die Hochwassergefahr deutlich reduziert. Ich wünsche mir eine Akzeptanz dieses Nagers in unserer doch irgendwo dicht besiedelten Kulturlandschaft und dass die Leute sich auch einfach an diesem Tier erfreuen können und auch an den Biotopen und diesem Reichtum, den er dadurch gestaltet. Der Sommer geht langsam zu Ende und die Tage werden kürzer. Bei den Spinnen ist jetzt die Zeit für den Generationswechsel gekommen. Und es finden sich viele Gespinste, in denen die Weibchen ihre Eier in aufwendig gesponnene Kokons einpacken. Mit dem Übergang vom Altweibersommer zum Herbst legen die Bäume in den Wäldern ihr buntes Kleid an, als würden sie sich zu einem großen Fest herausputzen. Überall sprießen jetzt Pilze hervor. Versteckt im Moos und unter Bäumen sind sie ein Leckerbissen für die Tiere des Waldes und natürlich auch für kundige Sammler. In den frühen Morgenstunden kann es jetzt schon recht kalt werden. Tiere wie das Eichhörnchen legen sich schon mal Nahrungsverstecke für die kalte Jahreszeit an. Auf den Wiesen zeigt sich die Herbstzeitlose mit einem letzten Blütengruß im Jahreslauf. Die spürbar schwächere Sonneneinstrahlung erreicht nur noch am frühen Nachmittag einen Wert, bei dem sich wechselwarme Tiere wie die Blindschleiche gerne ein Sonnenbad gönnen. Nebenan ist die seltene Schlingnatter auf der Jagd nach Beute. Die Sonne hat während des Sommers ganze Arbeit geleistet. Und jetzt im Herbst sind unzählige Arten von Samen, Nüssen, Beeren und Früchten reif geworden. An den Obstbäumen leuchten saftige Früchte in der Herbstsonne und warten darauf, geerntet zu werden. Die Bewohner des Eifelkreises wussten schon immer, was man an Gutem aus Obst machen kann. Und so findet sich auch so mancher Betrieb, der sich auf die Herstellung von edlen Bränden oder von hochwertigen, naturbelassenen Obstsäften spezialisiert hat. Wenn sich in den Dörfern im Eifelkreis Bitburg-Prüm die Schwalben versammeln, dann wissen wir, der Winter ist nah. Viele der Vögel, die nun zu ihren Überwinterungsplätzen im warmen Süden aufbrechen, werden den gefahrvollen Flug nicht überstehen. Nur die kräftigsten von ihnen werden im nächsten Jahr zurückkehren. Umso wichtiger ist es, den Vögeln, die in unserer Region überwintern, eine Umgebung zu schaffen, in der sie Nahrung und Schutz finden. Dazu gehören beispielsweise Wildhecken und Stauden mit Samen und Früchten. Musik.
In den letzten Jahren hat der Winter im Eifelkreis nur ein zartes Schneekleid angelegt. Die Vorboten eines Klimawandels sind unübersehbar. Es liegt an uns, alles dafür zu tun, die Artenvielfalt auf unserem Planeten für kommende Generationen so gut wie möglich zu erhalten. Lassen Sie uns Weltverbesserer werden. Am besten können wir das, indem wir vor unserer eigenen Haustür anfangen und unsere Natur im Eifelkreis als nur geliehenes Erbe entdecken, lieben und schützen.